Hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich mal einen Web-Effekt probieren. Ich habe mir jetzt schon hier Resin angemischt mit den Resin-Inks Praline von Stephanie Etter und Manila Green von Stephanie Etter und von Octopus das Onyx. Ich habe von der Stephanie kein schwarzes. Und man kann die auch kombinieren. Das funktioniert gut. Für den Web-Effekt nehme ich mal diese Formen. Ich habe mir hier weiße Pigmentpaste angemischt und mit ein bisschen Pigmentpulver. Ich gebe das jetzt hier mal vorsichtig außen rum. Ich versuche das jetzt mal hier dünn außen rum zu geben. Weiß ich, manchmal kommt es so spiralförmig raus. Ich verstehe das nicht. So. Okay, ich mache das jetzt hier. Dann habe ich die Farbe Onyx gemischt. So ein Schwarzton. Gebe ich hier mal nebendran. Dann hier ist Praline, ein Braunton. Und dann gebe ich klares Harz rein in die Mitte. Ich schubse das Ganze quasi an. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Bin ich ja noch ein bisschen am Üben. Das nächste mache ich genau gleich, also vom Aufbau her gleich, die Farben anders. Hier das Weiß. Mal schauen, für wie viel das reicht. Hier ist auf jeden Fall mal weiß. Den Interference Champagne. Das hat so einen Goldschimmer drin. Da nehme ich jetzt das Praline. Ich habe die ein bisschen dünn gemischt. Die wollte ich nicht so dominant haben. Praline. Dann nehme ich das Grün, Manila Green. Das sind jetzt mal vielleicht außergewöhnliche Farben, aber ich möchte halt einfach mal testen, wie die rauskommen. So, die Mitte noch das Transparente. Einmal aufgießen. Okay. Schauen wir mal, was es so macht. Dann hier gehe ich anders vor. Hier nehme ich jetzt mal das Schwarze, also das Onyx. Gib das mal hier rum. Nebendran das Weiße. Und schuck das auch wieder an mit dem Transparenten. Ordentlich einen Schuss reingeben, bis es bis nach außen sich gedrängt hat. Bin mal gespannt, was das gibt. Naja, was mache ich mit dem letzten? Hier nehme ich das Grüne. Nehmen wir mal jetzt anders. Nehmen das Grüne in der Mitte rein. Und dann das Weiße. Dann nehmen wir mal das Braun. Nochmal das Weiße. Das ist gleich leer. Muss man nochmal frisches anmachen. So, für diesen Guss hier reicht es, würde ich mal sagen. Reicht gerade so. Und dann das Schwarze. Das ist so ein bisschen verlagert. Und dann als Abschluss das Auffüllen. Dass es voll ist.
Okay. Jetzt habe ich aber mein Material gut aufgebraucht. Also, ja, ich habe Farbiges noch da. Das Weiße muss ich mir jetzt noch mischen. Und dann kann ich die Reste noch verwerten. Das kurz da reinmachen. Genau. So, okay. Ich auf die Seite stellen. Gut, also ich suche mir jetzt mal Steinchen. Die gebe ich dann in die Mitte. Dann wechsle ich mal meine Handschuhe. Die sind nämlich schon ganz klebrig. Moment bitte. So, ich habe jetzt Steinchen gefunden. Muss ich überlegen, für welchen, was ich wo reinmache. Das passt, glaube ich, nicht. Ich habe hier zum Beispiel Gold. Das passt da gut rein. Ich glaube hier auch Gold. Dann nehme ich, das passt zum Manila Green, finde ich. Sieht man das? Ja. Das packe ich mal hier rein. Und hier ein bisschen. Silber passt nicht so. Ich weiß gar nicht, habe ich hier nur das Schwarze? Ich habe hier nicht so tolle funkelnde. Ich gebe jetzt einfach mal überall rein, also hier auch. Ich glaube, hier mache ich noch Silber rein. So. Silber. Silber, Silber. Mache ich hier noch rein. Gut, und dann kann man das unterarbeiten. Ich nehme jetzt mir hier mein Dotting Tool. Habe ich am liebsten im Moment und arbeite das vorsichtig etwas drunter. Ja, die Steinchen sind schon ziemlich schwer. Ich halt, dass überall ein bisschen was drunter ist, dass es einigermaßen kreisförmig angeordnet ist. Okay. Bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Paste und Pigmentpulver, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Kann ich das ein bisschen auseinanderdrücken. So ein Kreis. Dann hier. Oh, heute stürmt es. Ich habe noch mein Fenster auf. Wahnsinn. Das muss ich gut festhalten. Könnte es ja auch ein bisschen länglicher machen. Ist vielleicht schöner, oder? Wir haben es gerade so überlegt. Einfach so ein bisschen länglicher. Hier auch. Muss ja auch nicht 100% immer gleich sein. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, wenn es länglicher ist als so ein Klecks in der Mitte. Und dann hier noch. Ja, das schimmert echt schön. Bin mal gespannt, wie es rauskommt. Das was taugt oder nicht, ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe mit dem Web-Effekt noch nicht so den Erfolg. Ich habe halt auch ein zähes Harz. Ich weiß, das ist ein dünnes Harz eigentlich besser. Aber ja, jetzt ist schon so. Ich muss mit dem leben, was ich habe. Die Farbe gefällt mir mega gut. Also ich bin mal gespannt, was auf der anderen Seite rauskommt. Ich werde das mal vorsichtig drüber füllen und dann müssen wir mit dem Feuerzeug drüber. Thank you.
Okay, also ich habe das jetzt mal mit dem Heißluftfilm bearbeitet und mit dem Feuerzeug ein bisschen. Ich lasse es jetzt einfach mal stehen. Ich decke es ab. Und dann schauen wir mal, was morgen dabei rauskommt. Vielleicht webt es ja oder crackelt es oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Genau, also dann sehen wir uns zum Ausformen. Ist soweit aus von Zeit. Also ich bin mir froh, es hat sich alles ziemlich Richtung Mitte gezogen. Hier ist eine kleine Lücke. Aber ansonsten sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich mit meinem Web-Effekt oder Crackle-Effekt, das ist ja ein Drama. Ich muss so lange weitermachen, bis es funktioniert. Also diese Seite sieht echt gut aus. Wow. Sorry, eine Blase, ein paar Bläschen, aber sonst mega. Oh, es hat funktioniert. Bin total begeistert. Super, mit dem Schwarz und dem Braun. Es ist wirklich gut geworden. Toll. Ich kann ja die Seite noch domen, weil die Formen sind wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig. Seht ihr, da sind Macken drin. Aber egal. Nächste. Wow, oh, mega. Genauso schön. Hier ist ein bisschen verschmiert. Ich glaube, da habe ich nicht richtig zusammengerührt. Aber egal, hier auch ein bisschen. Das ist ja witzig. Hui, zwei sind schon mal so, wie ich es mir wünsche. Nummer drei. Nummer drei. Da bin ich auch gespannt. Müsste, glaube ich, auch so gewesen sein. Tada. Witch. Ach, das war Crackle. Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Crackle in der Mitte zieht sie es zusammen. Ich bin begeistert. Mir gefällt's. Mal drei gute Ergebnisse. Und das habe ich jetzt anders gemacht. Da habe ich in der Mitte gegossen und immer in die Mitte gegossen. Guckloch hier. Also, machen wir es nicht so spannend. Tada. Wow. Da ist was drin. Cool. Das sieht auch schön aus. Es ist weiß, kein Web, kein Crackle, aber eine interessante Farbmischung. Wie so auf dem Mond. Boah, ich bin begeistert. Super. Vier Herzen. Gefallen mir eigentlich alles sehr gut. Aber ich muss domen. Also, die Oberfläche hat von der Form so. So Spuren. Aber mit Domen bekommt man das eigentlich gut hin. Und ich bin froh, dass ich nicht so einen Klecks in der Mitte gemacht habe, sondern das ein bisschen länglicher. Und das, dieser Glitzer in der Mitte, das sieht ja mal mega aus. Den habe ich vom Teddy. Prima. Also ich freue mich. Es ist alles gelungen. Wunderbar. Und dann kann ich das Video hochladen. Vielleicht kann ich euch ein bisschen motivieren. Es auch zu probieren. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Dieses Mal bin ich hochzufrieden und ich werde weitermachen. Genau, also dann viel Spaß beim Ausprobieren, viel Erfolg. Würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch und über ein Abo natürlich auch. Und bis zum nächsten Video. Ciao!